Einen wunderschönen guten Tag, hallo bei Minecraft. Wir haben hier so ein paar Kisten neuerdings. Ja, ich habe mal angefangen, hier so ein bisschen Minilagermäßig was Okay. reinzumachen. Und hier rechts kommt ein Verzauberungstisch Hab ich hin. mich gerade schon gefragt, ich war doch nur kurz weg Wasser holen. Nee, das habe ich nicht gerade gemacht. Das Naja. habe ich eben gemacht, als du unten warst. Ich hab's ja nicht gesehen. Jo. So, ich gehe wieder runter. Wie Okay, so geh oft. raus. Du musst mal bei Weil. mir die Technik so einstellen, dass du sagst, du bist damit zufrieden. Naja, ich muss das mal beobachten. Es muss halt auch laufen, ist die Sache. Also, wenn der halt nicht auf 1080 aufnehmen kann, dann macht es keinen Sinn, auf 1080 aufzunehmen. Ja. Wenn es dann nur ruckelt wie Sau. Ist halt auch einfach ein älterer PC, den ich habe. Das ist richtig. Aber wir gucken mal, dass wir das Beste rausholen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. So, hier runter links, dann da. Roststahl. Aha. Ja. So geht das aber nicht. Doch, doch. Okay, ich habe eine Schaufel, die fast kaputt ist. So, jetzt ist die Frage, wo ging es danach weiter? Eigentlich immer weiter runter, ne? Aber wo? Suchst du das, wo wir eben waren? Ja. Eigentlich immer links halten, hätte ich gesagt. Kannst dich auch relativ gut an Diorit-Sachen orientieren. Das ist immer das, was du nimmst zum Dingen, zum Ja. Bauen halt. Damit man sieht auch. Ja. Na gut, hier ist halt runter, da ist auch links halten. Ich kann es dir leider von hier auch nicht gut sagen. Ne, ne, ist ja auch in Ordnung, aber. Wenn du irgendwo einen Gang, wo auch Wasser ist, findest, da war ich. Ja, okay, dann war das doch der andere. Haben wir unten eigentlich irgendwo einen Lavasee gehabt? Ja. Also in irgendeinem dieser Gänge war auch Lava am Ende gewesen. Okay. Ist die Frage, ob es ein Lavasee war oder nur so ein bisschen Lava. Ich habe jetzt einen Eimer mit Wasser. Ist Wasser. Hier so ein bisschen Eisen. Nein, mit einer Spitzhacke können wir nehmen müssen. Naja. Ist keine Spitzhacke dabei? Ja, dabei schon, aber die macht es nicht mehr lange. Hm. Die wollte ich mir eigentlich auch noch machen, habe ich ja natürlich jetzt nicht getan. So. Ich habe nochmal Kühe gezüchtet. Ich dachte, ich müsste eigentlich die Kühe mit den Schafen mal so ein bisschen trennen, damit die nicht zusammenpimmeln. Das Moos verwirrt mich, ey. Warum? Das sieht immer aus der Entfernung aus wie Dias. Ach so, ja. Das ist natürlich ungut. Ja. Jetzt auch nochmal ein komplett neues Höhlensystem. Ich gehe kaputt. Ja, vor allem soll man ja durch dieses ganze neue Höhlenartige eigentlich leichter Diamanten finden, aber auch in irgendwelchen anderen Welten habe ich immer das Gefühl gehabt, nö. Und wenn ich dann mal wegen irgendeiner Scheiße in die Wand gebuddelt habe, dann habe ich Dias gefunden. Hier ist ja irgendwo ein Skelett. So, wir haben rote Beete, Melone und wir haben Kartoffeln. Das heißt, jetzt gibt es Bratkartoffeln. Wir brauchen auch bald Kohle, ne? Das Problem ist nämlich, auf der Höhe findet man keine Kohle. Das heißt, wir müssen mal noch irgendwie einen Höhlengang auf der, also deutlich höher machen, wo man eher Kohle finden kann. So, Eisen.
schön. Hier geht's doch runter. So, ist jetzt die Frage. Ein Lavasee. Ich habe leider außerhalb, also an der Oberwelt, leider noch keinen gesehen. Nee, war mir jetzt auch neu. Es wäre halt das Einfachste, anstatt irgendwo runtergehen zu müssen. Ist die Scheiße. Ja, also öfter mal sind in den Plains und so irgendwelche Lavaseen, aber hier. Ist das weitläufig hier unten, ey. Ich habe hier in der Stadt noch mal ein großes Loch gefunden, wo wir mal rein könnten. Oder du auch. Das ist sehr quadratisch irgendwie. Da ist ein Esel. Von in der Stadt. Habe ich wirklich Stadt gesagt? Ja. Im Dorf. Diamanten. Echt? Nice. Da hinten sind Pferde. Zwar wieder nur einer, Oh ja. Ich habe immer noch keinen Helm. Ups. Ich hätte mir jetzt. Ich höre Lava. oh Junge. Okay, wo? Nicht hier. Ihr habt doch gerade Lava gehört. Auch wieder nix. Kacke. Das sind Schafe. Ein Babyschaf. Die haben so große Köpfe. Die Tiere generell, wenn die Babys sind, ne? Okay, da ist Eisen. Oh, was ist das denn? Aua. Viel zu Unten bei tief dem drin. Berg ist auch. Oh, hier ist ein großer Spalt beim Berg. Alter, hier sind so viele Sachen, wo man einfach so mal reingehen kann, ne? Na. Das ist sick, das Ding. Oh, Baby-Zombie! Oh! Das. Stopp, du blöde Sau! Vorhin zündet er mich an, weil er auch brennt. Chillig. Stopp! Ich hasse Baby-Zombies, Alter. Die sind so schnell. Wo kam der denn her? Da kommt ein großer Zombie. Dumme Misset. Vor allem, ich stand hier am Rand und er hätte mich fast diesen Hügel runtergeworfen. In den Schlund. So, wo bin ich denn jetzt eigentlich hergekommen? Das ist auch schon wieder. Alter. Okay, das muss ich dir bei Gelegenheit zeigen. Vor allem wird es gerade dunkel. Ich hätte mir ein Bett aus dem Dorf klauen sollen. Mach ich gleich mal. So, versuchen hier wieder hochzukommen. Oh, ja, moin. Kohle, die nehme ich mal mit. Kohle können wir Rebound. brauchen. Eine Glücksspitzhacke wäre halt cool. Oh, ich habe Spawner. Spinne, also normale. Ich habe keine Fackeln dabei, fällt mir gerade auf. Alter, ist hier viel Kohle. Okay, deaktiviert ist er. Schallplatte, Cat. Oh je, Standard-Schallplatte. Redstone, na komm, Schwarzpulver nehmen wir auch mal mit. Rote Beete. Oh, es ist dunkel. Knochen, Knochen. 13. Da ist Köder ein Köder. 1.
Diamantener Rosshanisch. Nice. Oha. Ich werde abgeschossen. Beim Rosshanisch, Alter. Rosshanisch. Schnell ins Villager-Dorf rennen, ey. Lululululut. Oh, da ist ein Ei. Noch ein Ei. Erkundungstour. Hm? Erkundungstour war einigermaßen erfolgreich. Nice. Oh, zwei Skelette. Da muss ich durch. Es ist nur die Frage, wie ich wieder nach Hause komme. Aber warte mal. Frage, nächste Frage. Ich baue die Dinger mal ab, weil dann servieren die uns nicht. Oh. Fuck. Okay, ich muss hier raus. Aua. Ah. Nee, aua. Ist immer schön, wenn man das nicht auf Bild hat. Ja. Ja, das Problem ist, ich bin gerade hier im Dorf und suche noch ein Haus, wo ein Bett drin ist. Deswegen, ich habe ja nicht alle geklaut. Ja. Aber ich bin genau in eins reingerannt, wo kein Bett mehr drin war. Lol. Oh Gott! Das natürlich auch. Hm? Okay. Oh, hier. Da stand auf einmal ein Creeper. Ich darf nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Ist das dein Ernst? Leckofucki, hier ist eine riesige Höhle. Da könnte man gut Sachen finden, auf jeden Fall. Ich habe aber auch kaum noch Ressourcen. Also keine Fackel mehr, nix. Okay, ich darf schlafen, geil. Nice. Weißt du, was mich wundert? Hm. Wo ist denn eigentlich der Dingens hin? Der Golem? Keine Ahnung. Vom Blitz getroffen. Okay, die Skelette machen sich hier schon gegenseitig fertig. Das finde ich gut. Okay, ich habe Karotten. Geil. Okay, ist das anstrengend hier. Ist mir nämlich gerade aufgefallen. Hier sind ja ganz viele... Fuck! Hier war ein deepes Loch, Alter. Hier ist auf jeden Fall auch noch Eisen. Da oben ist noch ein Typ. Ist ja absolut gefährlich hier. So. Mach mal weg. Ich habe halt keine... Oh Gott, nein, hier sind die. Also ich habe kaum noch Spitzhacke. Oh. Das Loch zu, das ist ja gemeingefährlich hier. Okay, zwei Dias hatte ich noch. Nice. Ab durch die Dunkelheit. So, ich habe jetzt das Loch zugemacht, das ist zu gefährlich hier. Oh, die zwei unterhalten sich, ist das süß. Habt Sex. Was? Die haben beide keine Jobs, weil ich ihnen ihre Jobs genommen habe. Ja, dann haben sie jetzt Zeit. Ach, da ist der Eisengolem. Ja, da ist auch ein Bett. Uiuiuiuiuiui. Okay, da oben geht's auch wieder raus. So, ich wollte eigentlich in die andere Richtung, weil ich habe da Lava gehört. Schön durchmanövrieren hier ohne. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Obsidian. Fuck. Es ist dunkel, es ist kalt, ich weiß nicht, wo ich bin. Das weiß ich auch nicht. Also, wo du bist. So, wo ist hier die Lava? Okay, hier ist auf jeden Fall... Ich hab die doch gehört. Hier ist wieder die Höhle, wo ich durchgekommen bin. Und Zombies. Ich hab hier doch Lava gehört. Warte mal, gehe ich jetzt schon wieder runter? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen und wieder runtergelatscht wie so ein Wahnsinniger. Ich glaube ja. Das ist alles sehr verwirrend. Warte mal, das Wasser, ist das der Gang? Jetzt das Problem, was ich immer habe.
die Taktik mit dem links oder beziehungsweise rechts die Fackeln setzen, damit man sich links orientieren kann, ist zwar geil, solange man dann immer irgendwann an so einen Punkt kommt, wo die immer links sind. Wo man nur noch im Kreis läuft. Das ist doch kacke. Ich guck mal, ob ich dir gleich helfen kann, aber ich habe jetzt endlich die Lava gefunden hier. Ja, ist gut. Ich versuche hier irgendwie rauszukommen. Das ist vielleicht an sich gar nicht mal so schlechter Content. Okay. Wo sind sie denn? Hier ist wieder dieses Wasserding. Eigentlich ist das Wasserding immer so ein ganz gutes Indiz gewesen, aber. Hier nochmal Eisen mitnehmen. Solange die Hacke noch hält. Ice Bucket Challenge. Ja. Warte mal, hier habe ich mir eine Brücke gebaut, das heißt, da bin ich rüber. Nur die Frage, wo ich herkam. Da ist noch Redstone. Das hätte ich ja gesagt, nach oben ist immer gut, aber. Jetzt zur anderen Seite durch. Nee. Hier durch. Ah. Sieht zumindest nicht allzu verkehrt aus. Aber hier muss doch irgendwo ein Gang sein, wo ich hier. Einer von euch muss doch ein Gang sein, wo es wirklich nur links ist. Wenn ich oben bin, wird erstmal wieder ein bisschen Spitzhacke gebaut und sowas alles, dann kann ich mal mit zu deinem Spalt. Spalt. Ja, okay, hier sind zumindest diese. Ich habe mich jetzt durch die Erde gebuddelt, weil ich die Lava gehört habe. Ach, Musik setzt an. Jetzt ihr wisst, was das heißt. Ja, aber ein paar Minuten. Ist das halt echt immer von der Zeit? Gefühlt ja. Also jetzt sind wir wieder bei 18 Minuten. Das ist ja bescheuert, ey. Ich denke mal, irgendwann ist halt so ein Timer drin, ne? Also irgendwie alle 20 Minuten kommt mal so ein bisschen Mucke. Wild. Ich verstehe nicht, warum die nicht durchgängig ist. Na. So ein bisschen doof. Hier sind auf jeden Fall wieder Spinnenweben, das heißt, ich komme der Heimat näher. Die Heimat. Ich muss gleich mal gucken, wie viel von dem Obsidian ich brauche. Hier sind halt auch wieder Gänge. Hier ist Lava. Lul. Für den Verzauberungstisch brauche ich halt so ein klein bisschen was. Lol. Leck mich am Arsch. Okay, wir müssen nochmal in die Höhle mit dir zusammen. Warum? Hier ist eine riesige Höhle, aber wirklich, also mit einigen Wasserfällen und Zombies und was weiß ich nicht alles. Da müssen wir mal rein. Wir müssen uns auch eine Idee überlegen, wie wir vernünftig leveln können. Ja. Weil ich sehe uns leider tatsächlich nicht eine Zombie-Goldfarm in der Hölle bauen. Nee. Ich fürchte, da sind wir zu kacke für. Sagen wir mal so, Sachen, die du auch nicht hinkriegst in Minecraft, kriege ich ganz bestimmt nicht hin. Also. Habe ich halt noch nie gemacht. Ist so das Ding, wüsste ich nicht, wie ich das machen soll. Ja. Ich habe vieles noch nicht gemacht, weil meistens habe ich ja immer mit Ori oder so gespielt. Und die haben dann irgendwelche Farmen gebaut. Weil zumindest auch was Essen und so angeht, mit automatischer Farm bin ich immer so, ganz ehrlich, dreimal irgendwie Essen farmen per Hand und du hast ausgesorgt. Auf ja. Gerade wenn du Leder farmst für irgendwie Zauberungstische und so. Braucht ja nicht alles im Übermaß, ne? Eben. Also. So wie es ja auch sein soll. Haha. Gesellschaftskritik. Aber zum Verzaubern und so ist halt so eine Goldfarm ziemlich chillig. Was denn hier noch? Aber dann wird's auch schnell langweilig, weil du hast dann alles instant. So musst du es dir halt mehr erarbeiten, wenn du leveln musst. Zwischendurch oder? Zwischendurch.
Ja, da war wieder Lava unten. Ich würde sagen, so das Erarbeiten und dann irgendwo mal hingehen und ein bisschen einfach nur rumkloppen, finde ich eigentlich auch interessanter, als die ganze Zeit immer sich irgendwo hinzustellen und warten, bis das rausploppt. So. Ja, weil das ist auch immer so dieses Ding, warum wir wahrscheinlich immer sehr schnell die Lust verloren haben, ja, und sowas. Weil wenn du halt so übel auf Speed das Zeug machst. Das ist ja auch, was bei mir meistens das Problem bei Sims oder sowas ist. Immer so, ich baue mir dann alles, hab dann meine Geldsheets so, hab dann alles erreicht oder so, alles langweilig. Ja, aber gut, das ist ja zum Beispiel, ich habe ja irgendwann ich habe ja gemerkt, wenn ich nicht cheate, hält Sims für mich deutlich länger als interessant. Ja. Also klar, ab und zu mal, so gerade so Cheats, wenn mal einer verbuggt ist oder so, ist scheiße sonst und, wenn ich so wirklich am Arsch bin, dann mache ich auch einmal so, yo, denen geht's wieder gut. Einfach nur so, aber ich versuche das halt aufs Minimum zu reduzieren mit dem, ich cheat jetzt, dass es denen gut geht. Mhm. Und auch Geld-Cheats eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt gerade am Anfang ein nettes Haus baue, ist zwar hübsch, wenn man sagt, ich will aber noch die Deko und gib mir deshalb nochmal mehr, ist aber dann wiederum so eine Sache, wenn du noch nichts verdienst, umso größer und teurer das Haus ist, umso größer und teurer wird halt die Rechnung. No. Und dann kannst du es ja noch nicht leisten. Deswegen finde ich das Hocharbeiten eigentlich ganz geil. Wobei auch irgendwie mal die Rechnung nicht zahlen können in Sims, stelle ich mir auch witzig vor. Weil dann wird ja auch Strom und sowas ausgedingst. Das ist ja der Hammer. Hm. Oh Junge, Armut in Sims. Hm. Nee. So. Meine Kisten nochmal hier aussetzen, dann sind wir wirklich am Ende angelangt. Ja, ich bin jetzt auch wieder zu Hause. Einmal Kartoffeln ernten hier noch. Ja, aber das ist das Ding, ich habe mich ja jetzt um unseren Garten nicht so extrem gekümmert. Ja. Giftige Kartoffeln, lol. Aber unsere Essenskiste ist jetzt auch nicht so traurig. Nö. Hast du ein einzelnes Hähnchen gebraten? Ja. Lass das mal besser. Warum? Also das ist sehr süß gemeint, aber mit einer Kohle kannst du halt deutlich mehr braten als ein einzelnes Hähnchen. Und im Moment haben wir Kohlemangel. Ich hatte halt nur eins. So, was soll ich dann jetzt noch großartig irgendwie nochmal durch die Gegend rennen und alles mögliche ballern? Es ist mir doch scheißegal, ob da jetzt eine Kohle drauf geht oder nicht. Dann gehe ich halt einmal um die Ecke und hole mir 50 neue. Ja, dann hol bitte 50 neue. Weil ja, mache ich in der nächsten Folge. Nee, weil ich hätte jetzt sonst gesagt, dann pack halt das rohe Hähnchen in die Kiste und nimm dir was von dem anderen Essen, was schon fertig ist. Nee, Schwachsinn. Effizienz braucht kein Mensch. So, lass mal Ende machen. Effizienz. Wir haben 23 Minuten auf der Uhr hier. Das geht nicht. Oh Junge. Ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Mal gucken, was wir jetzt in der nächsten machen, weil in der Dingens hier, in der Höhle würde ich mich schon noch ganz gerne umgucken. Kann ich dir nämlich auch nochmal zeigen dann. Mhm. Und natürlich haben wir jetzt wieder mal eine neue Höhle gefunden. Achtung, plopp. Wir haben ganz viele Höhlen. Und werden da nochmal ein bisschen weiter erkunden. Also gerne alles Mögliche da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Und bis dahin, haut da rein und tschüss. Tschüss.